Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Zweitligaspiel zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Kaiserslautern. Endstand 0:2 für die Gäste. Ich begrüße ganz herzlich die beiden Cheftrainer vom 1. FC Kaiserslautern, Konrad Fünfstück und unseren Trainer Ralf Rangnick. Der Gast hat das erste Wort. Herr Fünfstück, jetzt Fazit zum Spiel bitte. Ja, wie Sie sicherlich alle vorstellen können, tut der Sieg heute richtig gut, denn wir haben in den letzten Wochen heftig Prügel und Kritik einstecken müssen, zum Teil berechtigt, und das hat sich nicht gut angefühlt. Und deswegen ist heute umso besser, dass da der Druck ein bisschen rausgenommen wurde durch den Sieg heute. Ich möchte die Mannschaft einfach ein Riesenkompliment ansprechen. Sie hat das sehr gut umgesetzt, wie wir uns vorgenommen haben. Sie waren defensiv gut gestanden, konzentriert heute mal, ohne individuelle Fehler. Und nach vorne, wenn sich die Möglichkeiten geboten haben, zielstrebig und immer wieder unangenehm zu verteidigen für Leipzig. Unterm Strich heute vom Spiel heraus war es einfach so, dass die Mannschaft sich halt wirklich über 90 Minuten plus X den Sieg verdient hat, durch einen ganz großen Willen, durch große Leidenschaft, durch kämpferische Tugend, aber auch durch einen klaren Plan, wenn wir den Ball hatten. Und deswegen freuen wir uns einfach heute über die 3 Punkte hier in Leipzig. Vielen Dank. Dankeschön. Dann gebe ich das Wort direkt an dich weiter, Ralf, und deine Einschätzung zum Spiel. Danke. Ja, die Niederlage geht in Ordnung. Wir haben heute eigentlich alle Tugenden, die unser Spiel braucht, nicht auf den Platz bringen können. Und da gehört vor allem natürlich einfach auch körperliche Frische dazu. Und auch die Bereitschaft, die da war, aber die Fähigkeit, dann letztlich auch 90 Minuten Tempo zu gehen, gegen den Ball auch zu arbeiten, das sind eigentlich all die Dinge, die uns unser Spiel in den letzten Wochen auch geprägt hat. Das war heute nicht möglich, von der ersten Minute an nicht. Ich fand, dass die Mannschaft von der ersten Minute an heute einen müden Eindruck gemacht hat, eigentlich gewirkt hat, wie wenn sie direkt aus einem 120-minütigen Spiel rausgekommen wäre. Und das hat sich letztlich durchs gesamte Spiel gezogen. Und ohne die Leistung von Lautern jetzt schmälern zu wollen, die haben es gut gemacht, war meine Mannschaft heute nicht wiederzuerkennen. Das war ja eigentlich eher eine Karikatur unserer Mannschaft, was wir heute gebracht haben. Und ich betone nochmal, ich unterstelle niemand, dass sie nicht wollten, sondern ich hatte heute eigentlich wirklich das Gefühl, dass wir körperlich müde waren, ausgepowert waren. Wir hatten eine nicht optimale Trainingswoche, auch was immer wieder Ausfälle von Spielern angeht, die dann doch nicht trainieren konnten. Aber auch insgesamt war das eine Trainingswoche, mit der ich nicht zufrieden war im Rückblick. Und so war letztlich auch das Spiel, so wie die Woche war. So ist das Spiel heute auch gelaufen. Und deswegen müssen wir da einfach konstatieren, verdient verloren heute. Und einfach schauen, dass wir das jetzt in den nächsten 2 Wochen wieder deutlich besser machen. Dass die Mannschaft das besser kann, hat sie ja in den letzten Wochen und Monaten auch gezeigt.